begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Magazin Weitblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte. Das 20. Jahrhundert war geprägt von drei großen Ideologien: Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Sie wurden von ihren Verfechtern oft mit brutaler Gewalt durchgesetzt. Wer sich den neuen Ideen nicht fügen wollte, wurde gnadenlos unterdrückt und verfolgt. Der katholische Erzbischof Alojzije Stepinac war in der jugoslawischen Stadt Zagreb mit allen drei eben genannten Ideologien direkt konfrontiert. Schon früh hat er die Gefahren dieser Ideologien erkannt und mutig vor den Folgen gewarnt. Dr. Claudia Stahl hat über diesen Kirchenmann, der 1998 selig gesprochen wurde, ein Buch geschrieben. Heute ist sie im Studio von Kirche in Not. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stahl. Vielen Dank. Können Sie ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, wer Stepinac war und wann er gelebt hat? Alojzije Stepinac ist 1898 geboren worden, also noch im KUK-Reich. Er ist Erzbischof von Zagreb gewesen in Kroatien von 1934 bis 1960. Er war Erzbischof in drei Staaten in Jugoslawien, im ersten Jugoslawien der Zwischenkriegszeit, in dem NDH, dem kroatischen Staat während des Zweiten Weltkriegs und im kommunistischen Jugoslawien. Er wird gerade in Kroatien sehr verehrt als Seliger. Es gibt auch Bemühungen, ihn heilig sprechen zu lassen. Wie kommen Sie denn als Deutsche dazu, sich mit diesem kroatischen Erzbischof zu beschäftigen? Ich bin im Zusammenhang mit Pius dem XII. Und der Kirche im Dritten Reich einige Male auf seinen Namen gestoßen. Und immer im sehr kontroversen Zusammenhang. Und als ich Jura studiert habe und im Referendariat dann in der juristischen Ausbildung war, habe ich angefangen, mich mehr für ihn zu interessieren, weil mich auch der Schauprozess gegen ihn besonders interessiert hat. Und ich habe auch eine spirituelle Verbindung zu ihm. Ich habe also auch seine Fürsprache erfahren und fühle mich ihm auch geistlich verbunden. Und so ist das dann entstanden. Ich habe mich einfach mehr für ihn interessiert und irgendwann dachte ich, es wäre gut, wenn wir auch in Deutschland über ihn eine Biografie hätten. Und dazu haben Sie dann ein Buch geschrieben, ein sehr umfangreiches Buch. Was ist das Besondere an dieser Biografie, die Sie geschrieben haben? Gibt es da etwas Neues? Das Besondere ist, dass das Buch auch den geschichtlichen Kontext mit einbezieht und dass das Leben von Stepinac im Zusammenhang mit den wichtigsten politischen Ereignissen in seiner Zeit auch beschrieben wird und dargestellt wird. Und man sieht auch eine enge Wechselwirkung zwischen seinem Leben und den politischen Ereignissen. Das Buch bezieht aktuelle Quellen auch mit ein, die in Kroatien veröffentlicht worden sind, die aber nicht auf Deutsch bisher zugänglich sind. Sie sprechen dann auch Kroatisch, können kroatische Quellen lesen? Ja, ich habe tatsächlich Kroatisch gelernt. Also ohne das kann man so ein Buch nicht schreiben. An welche Zielgruppe richtet sich denn diese Biografie? Ja, die Biografie richtet sich an diejenigen, die sich für dieses Thema eben Kirche im Dritten Reich interessieren. Sie richtet sich sicherlich an Historiker, aber sie richtet sich auch an Kroaten, die hier leben. Es gibt ja viele Kroaten auch in Deutschland, Menschen kroatischer Herkunft. Manche von ihnen in der zweiten oder dritten Generation sprechen besser Deutsch als Kroatisch, können vielleicht die kroatischen Sachen auch gar nicht mehr so gut lesen. Ja, an alle, die sich für Stepinac interessieren, richtet sich eben das Buch. Ich denke, es ist ein relativ großer Kreis. Und über diesen Alojzije Stepinac wollen wir heute sprechen, ein bisschen sein Leben beleuchten. Was können Sie über die Herkunft sagen, über seine frühen Jahre, vielleicht auch ganz kurz über seine jungen Erwachsenenjahre? Das war während der Zeit des Ersten Weltkriegs. Er ist ein Bauernsohn gewesen. Er stammte aus einer begüterten Bauernfamilie in der Nähe von Zagreb, im Umland von Zagreb. Und seine Herkunft aus diesem ländlichen Gebiet und auch eben aus dem Stand der Bauern hat ihn sehr stark geprägt. Er ist seit seines Lebens sehr bodenständig geblieben und war den Menschen, den einfachen Menschen, immer sehr, sehr nah. Auch die Natur, die Umgebung dort, das Land einfach hat ihn auch sehr geprägt.
Er ist in einem kirchlichen Internat in Zagreb zur Schule gegangen und wollte eigentlich Priester werden, aber der Erste Weltkrieg ist dazwischen gekommen. Er wurde eingezogen in die KUK-Armee und kam als Offizier an die Front in Norditalien und war damals gerade erst 18, 19 Jahre alt. Und das hat ihn natürlich sehr stark erschüttert, die Kriegserlebnisse. Er ist auch dann in Kriegsgefangenschaft gekommen. Und nachdem er aus dem Krieg zurück war, hat er erstmal von Theologie und Priestertum nichts mehr wissen wollen. Er war nicht in seinem Glauben irgendwie erschüttert, aber er wollte auf keinen Fall mehr Theologie studieren. Hat gesagt, alles nur keine Theologie. Aber dann ist es doch zu einem Umschwung gekommen und er hat sich dann doch dazu durchgerungen oder dazu entschieden, Priester zu werden. Und ist dann nach Rom gegangen. Warum nach Rom? Er ist ins Collegium Germanicum Hungaricum gegangen, auf Vermittlung seines ehemaligen Schuldirektors, der auch dort studiert hatte. Und der hat ihm gesagt, also wenn du schon nicht in Zagreb studieren willst, was er nicht gerne wollte, dann geh nach Rom, da kriegst du die beste Ausbildung. Und wie hat ihn das geprägt? Ich denke, das hat ihn sehr, sehr stark geprägt. Das Collegium Germanicum Hungaricum ist eine deutsche Einrichtung, wird von deutschen Jesuiten geleitet, auch immer noch. Und Stepinac war dort mit vielen deutschen und deutschsprachigen Kommilitonen zusammen. Aber es waren auch Kommilitonen aus anderen Gegenden dort. Also es war eine internationale Gemeinschaft. Es war eine sehr vielsprachige Ausbildung. Man sprach im Germanicum Deutsch und man musste aber auch Teile der Ausbildung auf Italienisch machen. Und an der Päpstlichen Universität Gregoriana musste man auf Latein studieren. Das heißt, er hat eine sehr starke weltkirchliche Prägung bekommen. Also ihm wurde klar und bewusst, dass die katholische Kirche eine Weltkirche ist. Ja, das war, glaube ich, für ihn eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Er war 7 Jahre in Rom, durfte in der ganzen Zeit auch nicht nach Hause fahren und war an der Gregoriana, an der Päpstlichen Universität, natürlich nochmal mit einem sehr viel internationaleren Kreis von Kommilitonen zusammen. Welche Folgen hatte das dann für seine Tätigkeit als Priester? Er ist dann ja nicht einfacher Gemeindepriester geworden, sondern hatte gleich relativ schnell eine verantwortliche Position beim Erzbischof. Wie war das? Ja, der Erzbischof hat ihn gleich in seinen persönlichen Dienst genommen als Zeremoniar. Also er war für die großen Pontifikalämter des Erzbischofs von Zagreb dann verantwortlich. Und war natürlich auch verantwortlich, Gäste zu empfangen. Es kamen alle möglichen Gäste vorbei. Sogar Angelo Roncalli, der spätere Johannes der 23., war mal zu Gast in Zagreb, als Stepinac dort Zeremoniar war. Sie haben vorhin gesagt, Stepinac hatte eigentlich immer einen guten Kontakt zu den einfachen Menschen, zu dem einfachen Volk. Das hat sich auch in Zagreb dann ausgewirkt. Er war ja nicht nur Zeremoniar, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe, sondern er hat sich wohl auch sehr schnell und sehr intensiv sozial engagiert. Ja, er hat sich sehr stark für die Caritas engagiert. Das war für ihn ein ganz zentraler Punkt in seinem ganzen Leben. Er hat seine erste heilige Messe in Rom in der Basilika Santa Maria Maggiore an den Reliquien der Krippe Jesu gefeiert. Und das war für ihn das Zeichen der irdischen Armut. Und er hat quasi sein ganzes Priestertum unter dieses Zeichen gestellt. Und in Zagreb waren damals, es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise, es gab großes soziales Elend. Und Stepinac hat sich wirklich persönlich vor Ort dort ganz stark engagiert. Ist da also hingegangen, hat sich die Zustände angeguckt und hat überlegt, was kann die Kirche tun als Institution, um in diesen Problemen eben einfach den Leuten beizustehen. Und er gehörte mit zu den Gründern der kroatischen Caritas. Auf seine Anregung ist aus den vielen Wohltätigkeitsorganisationen, die es gab, dann die Caritas als eine zentrale Organisation gegründet worden. Dann wurde er zum Bischof geweiht, beziehungsweise zunächst einmal zum Bischof Coadjutor, also eine Art Weihbischof. Wie kam es dazu? Erzbischof Bauer, der damalige Erzbischof von Zagreb, war schon sehr alt und brauchte dringend einen Nachfolger. Und der Nachfolger musste damals sowohl im Vatikan Gefallen finden und Zustimmung finden, als auch beim jugoslawischen König. Und es war sehr schwer, einen Kandidaten zu finden, der beiden dann gefiel und wo beide zustimmen konnten. Und Stepinac fand die Zustimmung sowohl des Papstes als auch des jugoslawischen Königs Alexander. Aber Stepinac selber hatte Bedenken, diese Position übertragen zu bekommen. Was waren seine Sorgen?
Stepinac war noch sehr, sehr jung für einen Bischof. Er war 4 Jahre zu jung. Er brauchte eine Sondererlaubnis aus dem Vatikan, um überhaupt Bischof werden zu können. Er war damals der jüngste Bischof auf der ganzen Welt. Und seine Jugend und Unerfahrenheit hat ihn natürlich abgeschreckt. Dann hat er gewusst, dass er relativ wenig vernetzt war im Erzbistum Zagreb. Das war das fünftgrößte katholische Bistum auf der Welt damals, mit fast 2 Millionen Katholiken. Aber er hatte in Rom studiert. Eben, er war 7 Jahre außerhalb des Bistums gewesen und er war dann auch nur kurz Priester im Bistum gewesen. Also er hat gemerkt, das ist eine sehr, sehr schwere Führungsaufgabe, die da auf mich zukommt. Und ich habe noch gar nicht so viel Kontakt mit allen im Bistum gehabt. Aber vor allen Dingen war die politische Lage in Jugoslawien damals sehr schwierig. Und er sah auch sehr große Schwierigkeiten auf die Kirche zukommen. Und das war, glaube ich, das, was ihn am stärksten auch, mit einer Ahnung von Unheil erfüllt hat. Können Sie ein, zwei markante Ereignisse der damaligen Zeit benennen? Jugoslawien war damals eine Königsdiktatur unter dem König Alexander aus der serbischen Dynastie Karadjordjevic. Und es war sehr schwierig, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den verschiedenen Ethnien in diesem Königreich und auch zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen. Keine Religion oder Konfession oder Ethnie hatte die absolute Mehrheit. Es gab also, und die relative Mehrheit hatten die Serben. 1934, kurz nachdem Stepinac Bischof geworden war, ist der serbische König einem Attentat zum Opfer gefallen. Dann ist 1935 bis 1937 versucht worden, ein Konkordat abzuschließen für die katholische Kirche mit dem jugoslawischen Staat. Und das hat die serbisch-orthodoxe Kirche wirklich torpediert und das Konkordat ist spektakulär gescheitert. Es ist nicht dazu gekommen. Es gab durchaus große Spannungen innerhalb dieses Staates. Wir haben vorhin schon ganz kurz das soziale Elend angesprochen. Nicht nur die Kirche ist dort tätig geworden, mithilfe der Caritas, sondern es wurden auch kommunistische Bewegungen stark in diesem Land. Welche Haltung